Hi Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Infovideo. Diesmal betrifft es den Monat September, Oktober. Ja, wie einige von euch wahrscheinlich schon mitbekommen haben, ist die Regelmäßigkeit und die Zahl der Folgen, die ich hochlade, in den letzten paar Wochen äußerst unregelmäßig geworden. Dafür möchte ich mich an dieser Stelle schon mal entschuldigen. Das war schon mal regelmäßiger und ich hoffe, dass es wieder regelmäßiger wird. Für September muss ich da allerdings nochmal eine, ja, etwas noch größere Unregelmäßigkeit ankündigen, denn diesen Monat passiert so einiges. Einmal wird es einen Videoausfall geben am kommenden Samstag und Sonntag. Das wäre der 7. und 8. September, da bin ich komplett weg. Gut, am Sonntag kommt es drauf an, wann ich dann wieder nach Hause komme. Möglicherweise geht da noch was. Müssen wir mal schauen, aber verlassen will ich mich jetzt erstmal nicht drauf. Dann wird es einen Ausfall geben in der nächsten Woche. Und zwar bin ich da vom 10. bis 13. September nicht da. Das heißt, da gibt es einen Ausfall definitiv am 11. und am 12. September. Am 10. und am 13. kommt es drauf an, wann ich weg bzw. wann ich wieder da bin. Aber auch da würde ich erstmal mit Vorsicht rangehen. In jedem Fall aber ein Ausfall am 11. und 12. So, dann geht es weiter am Wochenende zwei Wochen später. Und zwar der Zeitraum 20., 21., 22. September. Da bin ich im Europapark. Das heißt, auch an diesen drei Tagen wird es keine Videos geben. Jo, und dann kommt die letzte Septemberwoche. Die wird richtig brisant, denn da ziehe ich um. Deswegen kann ich leider an dieser Stelle keine Garantie geben, wieder was wann kommen wird, ab wann ich aussetzen werde. Dafür bitte ich ständig im Auge zu behalten den Bereich Diskussion, sprich die Kanalkommentare. Da werde ich alle Daten noch einmal schriftlich niederlegen, einfach damit ihr eine Übersicht habt. Und ich werde die Daten so weit wie möglich am Laufen halten. Im Notfall über ein mobiles Gerät, weil logischerweise beim Umzug ist früher oder später das Internet weg. Beziehungsweise dann hat man auch einfach keine Zeit. Wir müssen hier komplett die Bude streichen. Es muss gepackt werden, es muss alles rübergebracht werden in die neue Wohnung. Und ja, das ist ein größerer Prozess. Sprich, ab dem 23. ist es wahrscheinlich, dass ich dann quasi komplett ausfalle. Mit anderen Worten, ja, sofern ich dann am 19. September, wenn ich die Zeit habe, ein Video hochbringe. Denn natürlich in der Woche davor muss ich auch schon so ein bisschen packen, aber ich hoffe, dass ich das trotzdem geregelt kriege. Ja, also wie gesagt, jetzt nochmal ganz kurz zusammengefasst, weil es gerade, glaube ich, etwas konfus war. Videoausfall definitiv am 7. September, am 8. September kommt es drauf an, wann ich wieder da bin. Dann definitiv am 11. und 12. September, am 10. und 13. kommt es auch auf die verschiedenen, sag mal, Tatsachen an, wann ich weg bin, beziehungsweise wann ich wieder da bin. Dann definitive Auswahl am 20., 21. und 22. September. Und dann die Woche danach sehr wahrscheinlich. Ja, dann kommt der Oktober. Und jetzt habe ich das Problem dahingehend, dass ich die Wohnung, auf die ich abgezielt habe, noch nicht bekommen habe. Das heißt, ich muss eine, ich sag mal, Zwischenlösung in Kauf nehmen. Und da kann ich jetzt zu gegebenen Zeitpunkt auch noch nicht sagen, wie das dann genau weitergehen wird. Das muss ich noch ein bisschen abklären. Da werde ich nämlich bei einem Familienmitglied von mir einziehen, vorübergehend. Da muss ich das alles noch ein bisschen abklären. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass das ein Problem wird. Das heißt, ich hoffe, dass ich spätestens am Wochenende vom 5. und 6. Oktober wieder die erste Folge online bringen kann. Ja, aber wie gesagt, das ist jetzt alles erst einmal Abschätzungssache, Abwartungssache, sag ich mal. Und
Deswegen, wie gesagt, verweise ich an dieser Stelle nochmal auf den Diskussionsbereich. Dort werde ich euch so aktuell wie es geht über alles am Laufen halten. Ja, egal wie groß die Pause letzten Endes sein wird, so viel kann ich euch versprechen, es wird weitergehen. Also nicht, dass jetzt jemand denkt, ich höre möglicherweise sogar ganz auf. Das wird nicht passieren. Es ist halt, wie gesagt, nur die Frage, wann es weitergeht. Und ja, insofern bitte ich euch da einfach um euer Verständnis und um Geduld. Und ja, ich hoffe einfach, dass ihr mir trotzdem treu bleibt über den Zeitraum hinweg, egal wie lange es letzten Endes dauern mag. Wie gesagt, es wird weitergehen. Darauf könnt ihr euch verlassen und ich werde euch immer am Laufenden halten, sobald es was Neues gibt, über den Diskussionsbereich. Und ja, dann hoffe ich, dass insbesondere die Umzugspause nicht länger als 2 Wochen dauert, also letzte Septemberwoche, erste Oktoberwoche. Schauen wir mal. Ja, so viel erstmal dazu. Da wollte ich euch einfach mal mündlich jetzt nochmal informieren, um die Sache genauer darzulegen. Das ist in so einem Kommentarbereich immer ein bisschen blöd. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die natürlich trotzdem stellen, falls irgendetwas unklar war. Und ja, genau. Das war's eigentlich auch erstmal schon wieder für heute. Wie gesagt, ich bitte um eure Geduld, um euer Verständnis. Bleibt mir treu, unterstützt mich in dieser Phase, damit ich dann hochmotiviert weitermachen kann, wenn der Umzug gelaufen ist. In diesem Sinne verabschiede ich mich von diesem Infovideo. Und ja, das dürfte dann auch gleich weitergehen mit der nächsten Folge von Let's Play Europa Universalis 4. Die müsste ich nämlich, wenn alles klappt, zeitgleich gerade hochladen. In diesem Sinne, bis dahin, ciao, euer Neptun LP.